der Name, den man nicht aussprechen darf oder nicht, oder wie auch immer, ehemals Verschwörhaus e.V., jetzt das Temporärhaus. Wer nicht gerade in der Nerdbubble ist und unter einem Stein gelebt hat, der sollte eigentlich eine ganze Menge davon mitgekriegt haben. Das ging durch Twitter, Mastodon, Presse, Heise, wie auch immer. Dass da Dinge passiert sind, die total unschön sind. Ich ergreife Partei. Ja. Yannick und, oh Gott. Irgendwann kommt eine Brille ins Leben. Jurek und Konstantin sind aktiv in diesem Verein und haben den ganzen Kram halt eben auch live mitbekommen, diesen Prozess und Namensrecht und solche Sachen. Herzlichen Applaus. Jo, die Bühne ist eure. Take us away. Vielen, vielen Dank für die schöne Einleitung. Es freut mich, wie viel da sind. Hi an euch alle. Danke, dass euch das Thema so interessiert, dass ihr extra hierher kommt und uns zuhört, nochmalig. Wir werden euch heute kurz zeigen, was ist passiert. Wie war bei uns die Community-Entwicklung? Wie war bei uns intern das Gefühl? Und dann wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen erklären, was sind die Lessons Learned, was würden wir das nächste Mal vielleicht besser machen. Und deswegen sehr cool, dass ihr alle da seid. Es freut mich wirklich, dass wir irgendwie so viel Zuspruch bekommen, dass irgendwie so viele Leute sich bei uns gemeldet haben und uns irgendwie helfen wollten, unterstützt haben. Und wir werden jetzt, denke ich, direkt einsteigen mit einem Video von einem aus unserem Verein 2019. Oh, sehr gut. So. Das ist ja gut, dass das jetzt super funktioniert. Jetzt aber. Und möglicherweise wollt ihr auch einfach mal anfangen, nicht nur mit den Kommunen zu reden, die zu beraten, sondern vielleicht sogar da zu arbeiten. Hackt die Verwaltung von innen. Verkehrswende selber hacken, Politik hacken. Genau, das ist ein Video, was auf dem 36C3 2019 entstanden ist, von einem aus unserer Community. Und ja, behaltet das einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf und wir kommen am Ende nochmal drauf zurück, ob wir das heute wieder so sagen würden oder nicht. Ja, wer sind wir? Ich bin Jurek. Ich bin in dieser Temporärhaus-Community seit ungefähr 2 Jahren dabei. Hab ganz früher mal bei Jugendhakt war ich Teilnehmer. Hab dann beim Verschwörhaus damals noch mein FSJ gemacht, mein FSJ Digital und bin danach dieser Community verbunden geblieben. Und ja, bin jetzt immer noch dabei. Genau, und ich bin der Konstantin und ich trage VLAN-Socken unironisch bin damals Mentor bei Jugendhack gewesen und bin auch schon jetzt 1-2 Jahre beim Verschwörhaus dabei und wir haben das eben alles miterlebt und auch mitgestaltet. Genau. Wir wollen ein kleines Spiel mit euch spielen, natürlich. Und zwar haben wir hier drei Aussagen. Ihr kennt das Spiel sicher, 2 Truths, 1 Lie. Jetzt ganz kurz um Handzeichen. Wer denkt denn, dass die erste Aussage eine Lüge ist? Niemand. Doch eine Person. Okay. Die zweite, also die Ehrenamtlichen räumen stets Kaffeetassen rum. Eine Lüge? Echt absurd, okay. Gell? Wir sind schon mehrere. Genau. Und die dritte? Ich glaube, jeder, der es mitbekommen hat. Okay. Okay. Behaltet das mal im Hinterkopf. Wir werden jetzt im Laufe des Vortrags das so ein bisschen auflösen, was wie wann passiert ist. Und genau, ja. Genau, damit kommen wir so ein bisschen zu dieser Chronologie. Wir wollen einmal komplett erzählen, was mit unserer Community in Ulm passiert ist und wie sich das Ganze so entwickelt hat. Ja, fangen wir an am Anfang. Uns gibt's so oder so ähnlich schon seit ungefähr 2010.
da hat sich angefangen, so eine Gruppe herauszukristallisieren, die zuerst im universitären Kontext sich einfach immer wieder getroffen hat, sich mit offenen Daten beschäftigt hat, da ja rumgehackt hat, rumprobiert hat und dann natürlich auch angefangen hat, Veranstaltungen zu organisieren. Wir haben hier ein Bild zum Beispiel vom Open City Camp 2012. Das war irgendwie auch so das erste in Richtung Open City, Open Data, was in Ulm stattfand. Das haben halt Leute aus unserer Community damals an der Uni Ulm organisiert und haben sich so regelmäßige Treffen ergeben. Es wurde sich auch deutschlandweit vernetzt. Wir sind dann Mitglied im Code4-Netzwerk geworden und wir haben 2015 Jugendhack nach Ulm geholt. Damals war das das erste Jugendhack irgendwie von Süddeutschland und das war total cool, das dann auch an der Uni oben zu veranstalten. Und bei diesem Jugendhack hatten Leute aus unserer Community so ein bisschen die Idee, hey, im universitären Kontext ist das zwar ganz cool und da kommen wir auch sehr gut voran, aber irgendwie wäre es schön, in die Stadt umzuziehen, in die Stadtverwaltung zu wirken und auch in die Zivilgesellschaft mehr reinzuwirken. Und wir haben dort, war der erste Bürgermeister der Stadt, Gunter Zisch, war anwesend und dem haben wir so diese Idee von einem Haus von digitalem Ehrenamt und der Zivilgesellschaft in der Stadtmitte gepitcht. Und der fand das auch ganz cool und auch andere Leute in der Stadt fanden das ganz cool, sodass dann der Gemeinderat auch ein Haus bewilligt hat. Und man sieht jetzt hier, das waren halt irgendwie leere Räume, das war eine ehemalige Sparkassenfiliale. Und dann sind wir da halt, haben da halt angefangen, diese Räume umzugestalten und zu einem Hacker- und Makerspace zu machen. Und man sieht hier ein Zitat von dem damaligen dann Oberbürgermeister, der ist vom ersten Bürgermeister zum Oberbürgermeister aufgestiegen oder gewählt worden, dass das halt eben keine städtische Veranstaltung sein sollte, sondern eine sondern ja lediglich ein Rahmen und die Ehrenamtlichen, nicht nur wir, sondern einfach allgemein Ehrenamtliche sollen das dann gestalten. Und wir haben in diesem leeren Haus damals das Erdgeschoss und das Untergeschoss bezogen. Und ja, wir wurden natürlich, die Stadt hat die Räume gemietet, die Stadt hat auch eine Stelle zur Verfügung gestellt, später dann auch noch eine FSJ-Stelle und hat also auch viel Geld reingegeben. Aber wir wurden auch schon von Anfang an auch von anderen Parteien, Parteien vielleicht falsches Wort, aber von anderen Organisationen gesponsert, wie zum Beispiel Wikimedia oder auch der OKF. Und so jetzt hier auf diesem Bild, die beiden Beamer und der Moderationskoffer kommen von Wikimedia, das Sofa kommt von der Stadt. Und ja, dann haben wir natürlich angefangen, so ein Hackspace aufzubauen. Ich glaube, irgendwie viele Leute hier sind irgendwie aus dem Hackspace und wissen so ungefähr, wie es da aussieht. Und ja, dann natürlich irgendwie so ein Vortragsraum ist entstanden, wo wir dann halt coole Leute eingeladen haben. Und ja, eine dieser coolen Sachen war halt zum Beispiel der erste deutschlandweite Wikidata-Workshop, der dann im Dezember, wir sind im August eingezogen, im Dezember 2016 über die Bühne ging bei uns. Und dann haben wir natürlich, wir hatten ein Untergeschoss, wo ein alter Tresorraum von so einer Stadt, von so einer Sparkasse war, eigentlich ideal, um daraus eine Holzwerkstatt zu machen, so von der Dämmung und allem. Und ja, haben wir halt irgendwann angefangen, das einfach selber aufzubauen. Und da vielleicht auch schon so die erste Geschichte, die es irgendwie so zu erzählen gibt, die Stadt hat nie kapiert, warum so digitale Menschen wie wir überhaupt eine Holzwerkstatt wollen. Also eigentlich passt das ja total in so einen Hacker- und Makerspace rein irgendwie. Man will was machen, man will vielleicht auch was mit Holz oder irgendwie auch Metall, man will auch große Sachen machen. Aber die Stadt hat gedacht, wir sitzen alle nur vor unseren Laptops und hacken. Ja, wie lässt sich das jetzt vielleicht so auf einem Mutbarometer zusammenfassen? Ja, es ist gestartet, es ist gut gestartet und wir hatten auch immer mehr Spaß und wir konnten diese Räume gestalten, wir konnten diese Räume nach und nach aufbauen, konnten viele coole Veranstaltungen machen und ja, war gut. Nach dieser geilen Zeit, gerade dieser Anfangszeit, die Community war so ein bisschen, lose und noch nicht so gefestigt oder sowas. 2019 sollte sich das ändern. Es wurde ein Verein gegründet. Dieser Verein war aber rein ein Zweckverein. In vielen Hackspaces ist es ja so, dass man irgendwie erst den Verein gründet, dann die Räume anmietet, um da irgendwie eine Legal Person oder sowas dahinter zu haben. Hier war es eben so, dass die Räume schon da waren. Deswegen gab es nicht so wirklich den Drang, überhaupt einen Verein zu gründen. Es war dann eben soweit, auch einfach um so Kleinigkeiten zu machen, wie Dinge aus Übersee zu bestellen zu können. Das scheint nämlich in der Verwaltung relativ schwierig zu sein, wenn man da auf einmal irgendwie 3 Angebote und sowas herbekommen soll für irgendwelche Kabel aus von Alibaba oder sonstiges. Und deswegen brauchte man eben so einen Verein oder eben auch, um diese Förderungen einfacher abarbeiten zu können, beziehungsweise mit diesen Fördergebern arbeiten zu können und das Ganze irgendwie auch geldmäßig gut regeln zu können. Das heißt aber auch, dieser Verein war
irgendwie so ein bisschen, nicht alle oder vor allem der Großteil der Leute, die in diesem Haus aktiv waren, waren nicht im Verein. Und kein Mensch, der in diesem Haus irgendwas regelmäßig gemacht hat, musste in dem Verein Mitglied sein. Es gab auch teilweise Vereinsmitglieder mit einem Groschen oder sowas, also 1 Euro Beiträgen. Genau. Dann ist etwas passiert in diesem Haus. Wie gerade schon beschrieben, war das Erdgeschoss quasi, oder ist das Erdgeschoss das Verschwörhaus, jetzt ja auch gerichtlich festgesetzt. Und da ist ein neuer Akteur dazugekommen, und zwar die digitale Agenda. Das heißt, eine Verwaltung, die sich um Digitalthemen, die es um Digitalthemen geht. Und dieser Verwaltung wurde das Haus direkt untergeordnet. Zum Beispiel auch diese hauptamtliche Stelle war dann bei der digitalen Agenda angestellt. Und da wurde es langsam ein bisschen komisch, weil auf einmal zum Beispiel gesagt wurde, naja, also das mit dem Livestreaming, das macht ihr ja voll geil und super gut, könnt ihr das vielleicht für unsere XY-Veranstaltung auch machen? Und dann vielleicht auch mal weiter, könnt ihr das vielleicht regelmäßig für diese Veranstaltung machen? Und dann aus dem könnte vielleicht nicht mehr könnte, sondern ne, macht es mal bitte, wir brauchen dann Livestream. Und da kam es so ein bisschen immer mehr zu Reibungen. Und da ist auch schon die erste Lie. Sorry, ihr habt euch viel gemeldet. Es ist leider eine Truth. Auf einmal standen diese ehrenamtlich bespielten Räume nicht mehr nur den Ehrenamtlichen zur Verfügung, sondern die Verwaltung kam und hat irgendwie ihre Kaffeetassen rumgestellt. Und dann konntest du, wenn du als Ehrenamtlicher nachmittags in diese Räumlichkeiten gekommen bist, auf einmal nicht mehr direkt loslegen und arbeiten, weil auf einmal musstest du erstmal irgendwie Sachen verräumen, weil Verwaltungen halt irgendwie andere Sachen dort abgelegt haben oder produzieren. Genau. Das heißt, langsam ging es so ein bisschen bergab. Der erste hier Höhenflug wurde überwunden sozusagen, und dann ging es immer weiter bergab. Und man hat irgendwie, die Community war irgendwie so ein bisschen, sie konnte noch ihr Zeug machen, aber es hat geknirscht. Gut, ja, das ist aber leider erst der Anfang. Ja, es hat geknirscht, dann kam Corona, wissen wir alle. Wir haben als Ehrenamtliche selber beschlossen, hey, wir wollen das nicht mehr offen haben, sondern wir wollen lieber zumachen. Wir wollen uns und auch unsere BesucherInnen schützen. Das heißt, wir haben zugemacht, aber wir haben dann auch ganz, ganz schnell digitale Lösungen entwickelt, zum Beispiel ein Big Blue Button, und haben das dann auch der Verwaltung angeboten. Und dann wurde das auch sofort an Ulmer Schulen verwendet, bis die dann irgendwann eigene Server hatten. Aber die ersten Pandemiewochen lief das Big Blue Button auf unseren Servern. Also eigentlich was voll, voll Gutes. Wir konnten wirklich was für die Verwaltung und für die Gesellschaft tun. Eigentlich super. Aber ja, dann hat es so geknirscht, und irgendwann hat sich die Stadt so gefragt, hey, warum macht ihr keine Veranstaltung? Wir haben so gesagt, ja, es ist Pandemie. Aber irgendwie, ja, dann Ende 2021, es gab ja eine hauptamtliche Stelle. Da hat es dann aber auch in dem Anstellungsverhältnis geknirscht, sodass da ein Auflösungsvertrag gab und dieses Anstellungsverhältnis im beidseitigen Einvernehmen beendet wurde. Kurze Zeit später stand in der Presse, ja, das Verschwörhaus wird neu ausgerichtet. Wir wussten davon nichts. Es war so dieses bisschen, ja, da geht eine verantwortliche Person auch ein Stück weit, und dann entscheidet plötzlich diese Stadtverwaltung und der OB entscheiden, hey, dieses Haus wird neu ausgerichtet. Aber wir als NutzerInnen werden gar nicht irgendwie mit eingebunden. War für uns irgendwie alles ein bisschen seltsam, haben wir dann auch kommuniziert, und daraufhin wurde ein Termin mit dem Oberbürgermeister angesetzt und gesagt, hey, lass mal zusammen hocken, lass mal quatschen. Bevor es aber zu diesem Termin kam, am Tag, wo der angesetzt war, wurde dann am Morgen plötzlich die Schlösser getauscht. Es war so, also wir waren alle nicht dabei, so, weil morgens, wer ist da schon? Okay, gut, ich FSJ, glaube ich, hab Schwert gearbeitet. Am Morgen, irgendwie so um 8 oder 9 Uhr, gab es eine Brandschutzbegehung. Anwesend waren eine Person von der Stadtverwaltung, die sich halt mit den Räumen nicht auskannte, irgendeine andere Person vom Gebäudemanagement der Stadt, die sich mit den Räumen natürlich auch nicht auskannte. Und die sind dann da durchgegangen, haben irgendwie die Löttische gesehen, haben irgendwie im Keller offene Kabel gesehen und haben sich gedacht, ja, das ist unsicher, das müssen wir schließen. Blöd war nur, wenn du einfach so, das ist ein Gebäude gewesen, da hatte die Feuerwehr einen Schlüssel zu, dass die Feuerwehr immer rein kann, falls irgendwie die Brandmeldeanlage zum Beispiel nachts mal losgeht. Wenn du jetzt die Schlüssel tauscht, dann hat die Feuerwehr nicht mit dem passenden Schlüssel. Fand die nicht cool. Dann kam es aber abends nach diesem Schlüsseltausch, kam es zum Gespräch mit dem OB. Da hat man uns dann gut gequatscht, hat, glaube ich, gut, die Punkte auf beiden Seiten wurden gut vorgetragen. Und da hat man dann gesagt, hey, man möchte
Augenhöhe, man möchte Transparenz. Und ja, der Stadt ist wichtig, irgendwie drüber zu reden, wie dieses Haus in Zukunft funktioniert, wie, ob das irgendwie eine Neuausrichtung gibt oder was auch immer. Und der Stadt war es auch plötzlich wichtig, dass es einen Nutzungsvertrag gibt. Wir waren da dann 6, 5 Jahre drin ohne Nutzungsvertrag, aber plötzlich war es der Stadt wichtig. Ich habe mir gesagt, okay, lass uns drüber reden, können wir verhandeln. Und ja, hier auch einmal zum Abhaken. Die Schlösser wurden getauscht und die Feuerwehr wurde nicht informiert, wir wurden auch nicht informiert und wir mussten dann halt die Veranstaltungen, die wir am Wochenende, das war ein Freitag, Samstag und Sonntag hatten wir Veranstaltungen von anderen Vereinen oder Gruppen aus Ulm organisiert, mussten wir dann leider absagen. Ja, klar, die Stimmung war so ein bisschen, hä? Es war so, warum macht ihr das? Wieso könnt ihr nicht davor mit uns reden? Wieso muss das auf die Art und Weise geschehen? Aber okay, lass halt drüber reden, lass halt gucken, wie wir weitermachen. Verhandlung, ein mühseliger Tanz. Ihr seht schon, ihr lacht wahrscheinlich alle über das Bild, ja. Es wurde dann eben dieser Nutzungsvertrag ausgehandelt. Und so ein Nutzungsvertrag ist ja eigentlich ganz gut, einfach mal festzuschreiben, zu regeln, wann darf wer was nutzen. Und das ist auch echt eigentlich relativ vernünftig, dass man das irgendwie festregelt. Das haben die Ehrenamtlichen halt lange nicht gemacht. Und deswegen hat man sich natürlich auf solche Gespräche eingelassen. War ja auch wichtig, das waren ja die Räumlichkeiten der Stadt. Das Problem war aber, dass solche Verhandlungen halt nur funktionieren, wenn du zum Beispiel immer gleiche Akteure hast. Oder dass so nicht einer so ein bisschen die Vorschläge immer angibt und der andere nachrennen muss. Und das war hier der Fall. Die Stadt hat quasi etwas vorgelegt, hat gesagt, hey, können wir das irgendwie so und so regeln oder wir haben folgende Idee. Dann wurde in kürzester Zeit vom Ehrenamt eine Response irgendwie erwartet. Das heißt, irgendwie am Donnerstagnachmittag rausgegeben und am Freitag bitte kommentiert das mal und sagt uns Bescheid, wie ihr das findet. Und das ist ein bisschen schwierig, gerade mit Ehrenamtlichen, die den ganzen Tag arbeiten und dann erst nachmittags irgendwas machen können. Die rennen dann die ganze Zeit konstant hinterher. Das haben die Ehrenamtlichen gemacht oder auch teilweise Leute vom Verein gemacht. Und das war nämlich auch ein Knackpunkt. Ab diesem Punkt wurde eigentlich hauptsächlich mit dem Verein geredet. Das heißt, es wurde gar nicht mehr mit den Akteuren, mit der Community, vor allem mit den Leuten, die quasi nicht im Verein sind, geredet, sondern es gab ein paar Leute im Verein, die gesagt haben, diese Verhandlungen führen wir jetzt. Und die hatten eben, wie gerade schon angesprochen, das Problem mit den immer wechselnden Ansprechpartnern. Und was da auch so ein bisschen tückisch war oder was für die Leute, die Verhandlungen tückisch war, war Folgendes. Wir sind ein sehr offener Space. Wir haben einen Slack mit 300 Leuten. Das heißt, wir haben gar nicht so eine interne Struktur gehabt, weil eben jeder, der mal vorbeikommt, kam und gesagt hat, ey, finde ich cool, würde ich gerne mal mehr zuhören, den lässt er halt in Slack ein und dann wird irgendwie, wenn irgendwas ansteht, kam das in irgendeinen Slack-Channel und dann konnten Leute das kommentieren. Und diese Verhandlungen wurden aber unter der Voraussetzung geführt, macht das mal bitte semi-öffentlich. Und deswegen kam quasi die richtige Community, die Leute, die eben nicht im Verein waren oder die nur ab und zu mal drin waren oder die einfach nur im Slack-Channel waren und trotzdem öfters vorbeigekommen sind, die wurden da so ein bisschen ausgeschlossen. Und was war das Ergebnis? Wenig Konkretes. Aber wir hatten auch was sehr Geiles. Wir haben eine sehr große Förderung bekommen und konnten richtig fett einkaufen sozusagen und richtig viel Material oder richtig viel der Bürgerschaft wieder zur Verfügung stellen. Das heißt, hier deswegen auch, ne, diese alles irgendwie so ein bisschen stressig, dann hast du stressige Verhandlungen, aber du kannst jetzt eine Förderung noch angehen, die muss aber auch irgendwie verwaltet werden. Richtig viel zu tun, aber es geht ja irgendwie um die Community und um die weiterzubringen, hat man eben das dann doch irgendwie alles geschafft und hat auch eben einiges eingekauft. Und ich weiß nicht, wenn jemand von euch mit Förderungen arbeitet, es ist ein ultra großer Hassel mit eben diesen 3 Angeboten. Es muss pünktlich da sein, Rechnungen bezahlen. Uiuiui. Genau.
Ja, und während dieser Zeit ist noch unbemerkt etwas komplett anderes passiert, nämlich eine Marke. Also ich weiß jetzt nicht, wer von euch schon mal im Markenrecht unterwegs war. Es ist, würde ich sagen, als Laie sehr mystisch irgendwie. In diesem Markenrecht, das ist sowas richtig Rechtliches, das ist irgendwie so mit gewerblicher Nutzung und alles. Und das ist, ja, für Laien irgendwie auch schwer zu durchblicken. Und, aber die Stadt hat eine Marke beim Europäischen Markenamt, dem EUIPO, angemeldet. Was, also diese Marke, sie hat zwei Marken angemeldet, um genau zu sein, nämlich einmal den Namen Verschwörhaus und einmal dieses Logo, was man hier sieht. Eine Marke bedeutet, wenn man die anmeldet und man bekommt die auch, bedeutet das, man darf diese Marke nur noch, also man darf nur noch die selber nutzen. Andere Menschen dürfen die nicht mehr so benutzen oder müssen halt erstmal mit dir irgendwie einen Nutzungsvertrag oder so aushandeln für diese Marke. Die Stadt hat diese Anmeldung gemacht. Im Nachhinein haben wir festgestellt, die Anmeldung muss irgendwann, müssen die so um das Gespräch mit dem OB, müssen die diese Anmeldung beauftragt haben. Wir haben gerade eigentlich mit dem OB ausgemacht, wir wollen Augenhöhe, wir wollen Transparenz und dann passiert irgendwie so eine Anmeldung. Wir haben das aber gar nicht über die Stadt mitbekommen, dass sie diese Anmeldung gemacht haben, sondern wir haben dann plötzlich durch Zufall das selber bei diesem EUIPO gefunden. Wir haben gefunden, hey, da steht plötzlich der Name, den wir seit langem mit nutzen, steht in diesem EUIPO plötzlich eingetragen von der Stadt. Und wir waren so, hä? Okay, aber viele Informationen, gerade zu diesen Marken, wie die von der Stadt beauftragt wurden, haben wir auf Frag den Stadt angefragt, sind auch inzwischen welche veröffentlicht, genauso wie zu dem Nutzungsvertrag von davor, haben wir via Frag den Stadt auch schon viel veröffentlicht. Da kann man sich relativ viel durchlesen. Zu diesem Markenthema noch. Wenn man so eine Marke anmeldet, dann gibt es so 3 Monate Zeit für Widersprüche. Wenn in dieser Zeit kein Widerspruch angeht, dann wird die Marke einfach eingetragen. Wenn wir nichts gemacht hätten, dann wäre die Marke der Stadt hätte die Marke der Stadt gehört und dann hätte nur noch die Stadt diese Marke nutzen dürfen. Das heißt, wir hatten halt so eine 3-monatige Frist, in der wir hätten reagieren müssen. Internabe waren ja gerade in Verhandlungen zum Nutzungsvertrag. Dann haben wir festgestellt, hey, ihr habt die Marke angemeldet. Dann haben wir natürlich auch drüber geredet, wie ist das mit dieser Marke? So, muss man natürlich dann auch drüber quatschen, weil wir dachten so, ja, Verschwörhaus wäre immer mehr so unser Name gewesen. Wir haben aber auch zuerst gesagt, hey, lass mal dieses Markenthema nach hinten schieben. Lass uns erstmal gucken, dass wir in diesem Haus, in diesen Räumen wieder coole Sachen machen können und über diese Marke, über dieses rechtliche Hickhack, lass mal später reden. Aber die Stadt hat das immer weiter mehr vermischt. Dann auch irgendwann so, dass gesagt wurde, ja, Nutzungsvertrag geht nur, wenn irgendwie der Stadt die Marke gehört oder genau. Und am Ende sind halt auch Anwälte mit ins Spiel gekommen, weil die Stadt dann meinte, hey, wir müssen über diese Marke mit euch über Anwälte reden, wir können ja nicht mehr einfach so reden. Wir haben beim EUIPO Widerspruch eingelegt, auch nachdem wir uns in einem Plenum abgesprochen haben. Also wir haben nicht nur vereinsintern gesagt, hey, wir wollen Widerspruch einlegen, sondern wir haben mit der kompletten Community geredet. Die Stadt hat ja auch gedacht, wenn sie mit dem Verein redet, redet sie mit der kompletten Community. Also war mein Gefühl. Kann ich in die Stadt reingucken, aber so, das war das, was ich von der Stadt mitgenommen hat. Aber wir haben dann mit der ganzen Community gesagt, hey, wie ist denn das? Soll die Stadt diese Marke bekommen? Waren wir alle so, eigentlich eher nicht. Das heißt, wir haben Widerspruch eingelegt, dann geht es in so eine Cooling-Off-Phase. Da hat man, glaube ich, initial 6 Monate Zeit, um erstmal zu reden, um erstmal zu gucken, was passiert mit der Marke. Die kann aber im beidseitigen Einverständnis auf bis zu 24 Monate verlängert werden. Wir fordern, dass der EUIPO irgendwie eine Entscheidung trifft. Und das war ja auch genau unsere Idee. Hey, wir holen uns Zeit zum Reden, wir holen uns noch Zeit, um vielleicht die Markendiskussion nach hinten zu verschieben und um erstmal über die Nutzungsvertrag und erstmal über die Nutzung von den Räumen zu reden. Die Stadt fand es aber gar nicht cool, dass wir Widerspruch eingelegt haben. Ab diesem Moment, wo wir Widerspruch eingelegt haben, hat die Stadt mit uns nur noch mit Anmelden geredet, weil die Stadt dachte, hey, die Ehrenamtlichen, die haben wir jetzt jahrelang gesponsert, die waren wir jahrelang unter unseren Fittichen gehabt und jetzt begehren die gegen uns auf. Aber eigentlich wollten wir ja immer quasi eine kritische Begleitung sein. Wir wollten ja immer kritisch auch gegenüber der Stadt sein. Aber wenn wir dann halt mal kritisch waren und gesagt haben, hey, was ihr gerade gemacht habt, war nicht cool, dann kommen die Stadt mit Anwälten. Wie war das überhaupt mit dem Namen? Also die erste Nutzung von dem Namen Verschwörhaus können wir auch nachweislich auf die Ulm-API oder auf einen Twitter-Account Ulm-API zurückführen. Das war quasi das erste Auftreten des Namens, als Hashtag war das, glaube ich, damals in irgendeinem, ich weiß es nicht mehr, in irgendeinem Kontext. Ulm-API war eben die Gruppe, die wir vorhin angesprochen haben, die an der Uni relativ viel gemacht haben und die relativ gesamtheitlich in den Weinhof runter, also Weinhof ist der
ist das das Gebäudekomplex unten, nur dass ihr Bescheid wisst, und die Ulm-API-Leute sind da eben runtergezogen. Und genau. Und es gab den Namen Stadtlabor, und auch in vielen Gemeinderatssitzungen ist immer noch die, oder zum Beispiel in der GD 2016 war noch die Rede von dem Stadtlabor von der Stadt. Das heißt, dass die Stadt selber nicht das Verschwörhaus fördert, sondern das Stadtlabor. Und das war eben so ein bisschen auch die Ansicht der Ehrenamtlichen oder der Community, dass man gesagt hat, das Verschwörhaus ist der untere Teil in diesem Gebäude und das Stadtlabor ist so ein bisschen die Hülle der Stadt, in der das Verschwörhaus ist. Genau, ja. Und was aber dann passiert ist, ist Folgendes. Die Stadt hat auf einmal diesen Namen Verschwörhaus ganz anders genutzt. In jeder Pressekonferenz, überall so ein bisschen. Es war alles ein bisschen komisch und wir konnten es nicht einordnen. Wir haben es nicht ganz verstanden, was die Stadt jetzt gerade damit macht. Später hat sich dann eben herausgestellt, sie versucht gerade sozusagen ab 2021 den Namen so zu nutzen, dass es eine Etablissementbezeichnung rechtfertigt. Und damit hat sie aber auch irgendwie die Geschichte, die gesamte Geschichte, ich habe vorhin gesagt, eben Stadtlabor wurde in der GD 2016 noch aufgeführt, die gesamte Geschichte wurde quasi umgeschrieben und das zum Gunsten der Stadt. Und das alles jetzt war echt stressig. Das heißt, man hat irgendwie gerade Förderung bekommen, dann Nutzungsvertrag wurde mal zermürbt und es ging irgendwie so ein bisschen die von einer Kooperation zwischen den beiden Partnern kann man eigentlich nicht mehr so richtig reden. Es ging einfach immer mehr bergab. Ja, wir haben uns natürlich wieder als Community zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie geht's weiter? So. Die Stadt macht mit der Marke seltsame Dinge oder macht auch mit diesem Namen seltsame Dinge. Und das heißt, wir haben uns alle zusammengesetzt, haben alle NutzerInnen, die irgendwie mal da waren, eingeladen, haben wirklich den kompletten Slack quasi mal gesagt, hey, kommt vorbei. Wir waren dann, glaube ich, um die 40 Leute, was für damalige Verhältnisse, das war ja auch noch ein bisschen in der Pandemie, voll gut war, auch noch einige online zugeschaltet und haben dann drüber geredet, hey, wie machen wir das? Die Stadt hat einen Nutzungsvertrag vorgelegt und hat gesagt, hey, wenn ihr den unterschreibt, dürft ihr hier bleiben, aber dann müsst ihr auch diesen Widerspruch gegen die Marke zurücknehmen. Das war auch so das Einzige, was sie noch angeboten haben. Da hat man ja schon nur noch mit Anwälten geredet. Das war wirklich so, entweder das oder gar nichts. Wir haben dann lange diskutiert und haben gesagt, nee, wir wollen diesen Namen, wollen nicht, dass ihr diesen Namen irgendwie so seltsam und falsch verwendet. Das passt mit uns nicht zusammen und wir sehen da auch keine gute Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Also haben wir gesagt, wir halten den Widerspruch aufrecht und unterschreiben diesen Nutzungsvertrag nicht. Die Stadt hat uns dementsprechend natürlich rausgeschmissen. Also, kommen wir zum Auszug. Die Stadt hat erstmal angefangen und gesagt, hey, cool, also schade, dass ihr rausgeht, aber lasst doch mal ein versöhnliches Ende finden. Wir haben hier eine Pressemitteilung vorbereitet, wollen wir die zusammen rausbringen. Ja, die Stadt aber wieder halt nur ihre Sicht reingeschrieben, so dieses, ja, die Stadt hat seit 2016 Verschwör ausgemacht, das wäre alles so eine Idee der Stadt gewesen und wir wären halt zufällig die coolen Ehrenamtlichen gewesen, die das mit Leben irgendwie auch gefüllt haben, aber das wäre alles so eine Idee der Stadt gewesen und die Stadt hat da ganz, ganz viel gemacht und ohne die Stadt ging's nicht und eigentlich die Stadt ist das Wichtigste. Also ja, klar, ohne die Stadt ging's auch nicht. Die Stadt war sehr wichtig für dieses Haus, dass es sich so entwickelt hat, aber aus unserer Perspektive haben halt immer noch wir Ehrenamtlichen dieses Haus vor allem mit Leben gefüllt. Wir haben da unzählige Stunden Arbeit reingesteckt und dieses Haus ist nur so geworden wegen uns. Die Stadt hat da nicht viel gemacht. Haben wir gesagt, nee, wir wollen nicht diese gemeinsame Pressemitteilung, wurde uns die Auszugsfrist, die wir hatten, plötzlich halbiert. Und it was so nice, they did it twice. Die Schlösser wurden natürlich mal wieder getauscht. Ja, Argumentation war diesmal irgendwie, als nachdem wir ja keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit haben, können wir plötzlich nicht mehr, also kann man uns plötzlich nicht mehr vertrauen, dass wir nicht plötzlich Stadtinventar daraus stehlen. Und aber ja, der Großteil des Inventars hat halt einfach Ehrenamtlichen gehört, hat dem Verein gehört oder wurde von irgendwelchen Dritten gesponsert. Und das war halt alles so irgendwie ein bisschen sketchy. Ja, wir haben dann eine Möglichkeit gefunden, in die Räume reinzugehen und auszuziehen, haben in 4 Wochen alles palettiert und woanders untergebracht. Und ja, das war sehr, sehr viel. Es waren am Ende 4 solche Schiffscontainer ungefähr in Masse und zwar vollgestopft. Und das war, also das war Arbeit. Das war wirklich ein 4 Wochen Sprint. Mal ein paar Fotos zum Vergleich mit uns, ohne uns. Und da sieht man auch mal wieder ganz schön, wie viel wir klauen hätten können. Also bitte.
Ja, und hier mal noch so ein Bild von weiter hinten. Man sieht jetzt hier auf dem oberen Bild, naja, hinten links sieht man so ein, zum Beispiel ein gut ausgestattetes Lötlabor. Da stand halt am Ende irgendwie noch ein Regal drin und noch irgendwie, ja, ein Lötkolben. So. Also ja, viel Spaß damit, aber da fehlt was. Ja, Stimmung, wenn man ohne Haus, ohne Raum irgendwas dasteht, ist blöd. Aber, ja. Also blöd ist untertrieben. Aber es kam halt noch mehr und noch schlimmer. Das heißt, man ist schon ausgezogen, man hat schon irgendwie, keine Ahnung, man hat gesagt, okay, diese Kooperation, das wird nichts mehr. Und dann wurden wir halt abgemahnt. Die Abmahnung hat sich darum gedreht, dass wir sämtliche Accounts, die wir auch die ganze Zeit ja genutzt und verwaltet haben, das heißt irgendwie Google-Accounts, die da irgendwie genutzt wurden oder irgendwelche Twitter, Instagram, Mastodon, alles unter diesem Namen sollen wir nicht mehr nutzen und am besten sogar abgeben. Und wir haben aber schon allein für die den Markenwiderspruch sehr viel an Materialien zusammensammeln müssen. Das ist eine sehr mühselige Arbeit, wenn du irgendwie dein ganzes Archiv durchscrollen musst, einfach nur, um irgendwie ganz oft irgendwie das Logo und den Namen zu sehen. Aber wir hatten schon relativ viel und dann wurde eben eine Erwiderung geschrieben gegen die Stadt. Vorher hat man sich ja eben schon dazu entschieden, dass man da irgendwie nicht klein beigeben möchte. Deswegen war das der logische Schritt. Außerdem bei uns in Ulm gibt es so ein Kulturfestival, Kulturnacht nennt sich das. Wir haben einen Stand in Ulm angemeldet, beziehungsweise auf Ulm Property irgendwie haben uns darum bemüht, dort etwas machen zu können. Das wurde dann aus irgendwelchen Gründen irgendwie komisch abgelehnt, auf einmal von ganz anderen Leuten, die damit gar nichts zu tun haben. Aber wir wurden dann zum Glück in Neu-Ulm aufgenommen und konnten dort endlich mal wieder als Community was zusammen machen. Das heißt, wir haben dort T-Shirts bedruckt und das hört sich jetzt nach einem kleinen Ding an, aber es war für uns halt echt auch ein bisschen wichtig. Wir haben auch an sich immer versucht, Kontakt untereinander zu halten. Wir hatten keinen Space mehr, wo wir hin konnten. Und das war eben ein Ding, wo wir gesagt haben, endlich mal wieder was zusammen machen. Genau, und dann kam kurz danach die Klage. Die Stadt hat uns vor dem Landesgericht Stuttgart verklagt und hat einen sechsstelligen Streitwert festgelegt. Das ist relativ hoch dafür. Und das Risiko war dann ein mittlerer fünfstelliger Bereich, also relativ viel. Und es ging lange hin und her. Viel Arbeit von vielen Leuten im Verein oder auch in der Community, die sich dann irgendwie dem Verein zugewandt haben oder Teil des Vereins geworden sind. Viel hin und her. Die Argumentation der Stadt war halt folgendes. Es gab mal irgendwann eine Stadtmarketingkampagne Verschwörtheit. Und deswegen würde auch Verschwörhaus irgendwie dort reinspielen und dass es eben eine Etablissementbezeichnung ist, weil das Verschwörhaus direkt neben dem Schwörhaus ist, was ein relativ populäres Gebäude bei uns in Ulm ist. Und das hat sich die Community auch damals gedacht. Haha, wie lustig wäre es, wenn wir uns Verschwörhaus nennen, wenn wir ja neben dem Schwörhaus sind. Und der Verhandlungstermin war dann der 24.01. Da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen, genau. Und dann kam das Urteil am 24.04.2023. Und die Stadt hat leider in allen wesentlichen Punkten Recht bekommen. Das heißt, das wurde als Etablissementbezeichnung angesehen. Deswegen, das Gebäude heißt das Verschwörhaus. Und der Streitwert wurde nochmal hochgesetzt. Und da ist ganz wichtig zu erwähnen, diesen ganzen Rechtsstreit hätten wir nie machen können, wenn wir nicht so eine Unterstützung durch die Community deutschlandweit auch gehabt hätten. Wir hatten so viele Spenden, wir hatten so viele Zuschriften. Ohne diese ganze Zuwendung hätten wir diesen Rechtsstreit nicht ausfechten können. Also da schon mal vielen Dank, aber später noch. Ja. Und die wesentliche Begründung des Gerichtes war folgende. Und zwar, es gab 2016 noch nicht genug Rechtsbindungswillen der Community, dass sie überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, eine Marke zu halten. Das heißt, die Community damals, die konnte überhaupt gar keine Marke halten, weil sie keine richtige juristische Person war und die Stadt eben zu dem Zeitpunkt zufällig schon ist halt Stadt.
Und somit hat quasi die Stadt das erste Mal, dass quasi der Verein juristisch aufgetreten ist, war dann eben 2019 mit der Vereinsgründung. Und das erste Mal, dass aber vom Verschwörhaus in irgendeinem Kontext bei der Stadt geredet wurde, war eben 2017. Und so hat das, also ist auch gut argumentiert vom Gericht, aber ja. Das heißt, Mut komplett unten. Die Vereinsmitglieder oder irgendwie nicht nur Vereins, die Community, die alle Leute, die da irgendwie aktiv waren, ne, super Throwback, es ist super schade. Aber ja, so ist das halt. Also ja, es ist ein bisschen was Blödes passiert, aber ja, mein Gott, wir müssen halt weitermachen. Wir haben schon während dieser Klagezeit, während dieser Abmahnzeit und die ganzen Monate schon viel Energie in die Location-Suche gesteckt. Wir haben uns überlegt, hey, wie wollen wir weitermachen? Also für uns war klar, wir wollen weitermachen. Wir sind dann auch fündig geworden. Wir haben in Neu-Ulm ein Haus gefunden, nämlich in der Augsburger Straße 2325. Das ist ein altes Sportgeschäft. Und da sind wir nicht nur alleine eingezogen, sondern zusammen mit dem Haus der Nachhaltigkeit, das ist auch ein Verein. Geht halt mehr um Umweltthemen, aber wir sind schon sehr ähnlich. Wir wollen beide irgendwie uns darum kümmern, dass die Gesellschaft mündiger wird, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, die sich mit Themen um sich herum beschäftigt und da das Ganze kritisch begleitet. Und das hat super funktioniert. Und das ist das Haus, wo wir zum 1. Mai quasi eingezogen sind und jetzt da ungefähr einen Monat drin sind und gerade ziemlich am Einräumen sind. Und ja, da geht's los. Also es ist ein großes Haus, wir haben sehr, sehr viel Platz. Es sind jetzt auch ein paar Wohnungen noch drüber, also es gehört nicht ganz uns, aber wir haben losgelegt. Wir haben angefangen, unsere Technik reinzustellen, das Ganze einzurichten. Wir haben angefangen, unser Lötlabor wieder aufzubauen und das ist jetzt vor 2 Tagen entstanden, dieses Bild, aber man könnte eigentlich auch bald loslegen. So, andere Räume sehen halt noch ein bisschen renovierungsbedürftig aus, aber da sind wir gerade dran. Und das war irgendwie das Schaufenster, so wie es da früher mal war, haben wir jetzt halt auch schon angefangen rauszureißen. Diese Rutsche, die da ist, steht halt auch nicht mehr da. Da stehen jetzt schon irgendwie Pflanzen und Liegestühle und so drin und in den Schaufenstern kleben schon Informationen und es geht voran. Und ja, hey, wir haben ein neues Haus, wir haben einen neuen Space, den man bespielen kann. Es macht richtig Bock gerade. Es ist sehr, sehr viel positive Energie, die wir auch wohl gut reinstecken können. Und das passt einfach. Und jetzt ganz kurz. Und jetzt ganz kurz, damit ihr das so ein bisschen versteht. Es ist ultra traurig, dass wir hier so mit negativen Nachrichten eigentlich kommen und sagen, ja, wir haben vor Gericht nicht gewonnen, nicht das erzielt, was wir eigentlich wollten und wir haben unseren Namen verloren und dazu kommt auch noch, dass wir jetzt viel zu zahlen haben und eine Berufung für uns gar keine Option ist. Aber diese Kurve, und deswegen wollten wir sie euch auch nochmal zeigen und aufzeigen, die habt ihr mit uns bewältigt. Dank euch sind wir jetzt quasi an dem Punkt, dass wir sagen können, wir haben unseren Space verloren, wir haben irgendwie die Community, es ist auseinandergegangen, wir hatten super viel Arbeit mit super viel Zeug, aber jetzt können wir wieder loslegen. Und wir hatten diese ganze Zeit über eine Kraft hinter uns und eine Community hinter uns und das seid ihr. Und dafür möchten wir uns unendlich bedanken und versuchen, das irgendwie wieder wettzumachen. Bitte einen Applaus nochmal für euch selber. Es ist wirklich danke, danke für jede Spende, für jeden offenen Brief, den ihr gemacht habt, auf Twitter irgendwas geschrieben oder sonstiges, auch einfach nur verfolgt, dass ihr heute hier seid. Das hilft uns extrem. Ja, positive Worte. Jetzt wollen wir das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen neutraler betrachten, ein bisschen Revue passieren lassen. Wie geht's weiter? Hier, ich glaube, die erste Skizze von unserem neuen Logo vom Temporärhaus. Was muss man als ehrenamtliche Person anders machen, wenn man mit einer Stadtverwaltung zusammenarbeiten möchte? Oder worauf sollte man achten? Man sollte direkt kommunizieren, zum Beispiel mit dem Gemeinderat. Bei uns war das Problem, die Stadtverwaltung hat immer mit dem Gemeinderat gesprochen und hat dort berichtet. Wir hätten viel früher direkt auf den Gemeinderat zugehen sollen und dort berichten sollen, hey, was machen wir, wer sind wir, was sind unsere Ziele? Klar, das ist vielleicht nicht immer so ganz unsere Aufgabe. Vielleicht wäre es auch cool, wenn der Gemeinderat auf uns zukommt, aber wenn das nicht passiert, müssen wir das als Ehrenamtliche machen. Es darf kein Single Point of Failure geben. Es darf nicht sein, dass wenn eine Abteilung in der Stadtverwaltung oder
ja, die nur auch nur die Stadtverwaltung irgendwie, wenn die blöd ist, wenn sich da Meinungen ändern, wenn da irgendwie was Böses passiert, dass dann so ein Space kippt, sondern guckt, dass ihr, keine Ahnung, von Wikimedia, von der UKF, von sonst irgendwie noch mitgefördert werdet, von irgendwelchen, vielleicht auch von der Wirtschaft, wenn das für euch irgendwie zusammenpasst, oder von der Wissenschaft. Guckt, dass ihr da auf mehreren Beinen steht, dass die zusammen dieses Haus für euch mieten. Dann kann zwar irgendwie was Blödes passieren, aber es geht nicht so ganz schief. Unser Ziel war ja immer, wir wollen auf die Stadt auch einwirken, auf diese Verwaltung. Wir wollen ja gewissermaßen auch einen Kulturwandel in der Verwaltung schaffen. Hat mir auch ganz am Anfang im Video gehört. Wenn die Stadt das nicht möchte, funktioniert das nicht. Die Stadt ist so alt und lahm. Wenn die Stadt bleiben möchte, wenn die Stadt nicht bereit ist für Veränderungen, it ain't gonna work. Ja, und natürlich, hey, sobald ihr irgendwie eine Gruppe seid, gründet einen Verein. Sorry, aber ab jetzt immer. Und kümmert euch um die eigene Augenstendarstellung. Die Stadtverwaltung, also das war ja irgendwie auch so ein Teil des Deals. Hey, wir machen coole Sachen und die Stadtverwaltung kann damit zum Beispiel auch Förderungen einwerben, um die Digitalisierung in der Stadt weiterzubringen. Das war ja schon auch so, das haben wir auch gewollt, dass die Stadt mit uns auch hofieren geht. Aber wenn die Stadt halt plötzlich über uns Sachen erzählt, die wir gar nicht mehr beeinflussen können, wird es schwierig, weil dann kann die Stadt auf irgendwelchen Smart City Sachen irgendwas erzählen, was gar nicht zu dem passt, was wir irgendwie gemacht haben, und kann dann ein anderes Bild von uns zeichnen. Also da passt auch auf, dass ihr die Darstellung über euch kontrolliert. Falls ihr von einer Verwaltung seid, die mit digitalen Ehrenamt zusammenarbeitet, dann lasst euch eins sagen. Ich meine, Ehrenamt ist immer schwierig und auf Ehrenamt muss man sich einlassen. Aber wir haben die Punkte trotzdem aufgeschrieben, weil das irgendwie scheinbar nicht immer ganz erkannt wurde. Ja, ein Punkt war eben dieses, Verwaltung muss sich auf Ehrenamtszeiten einlassen. Also ein Ehrenamt ist halt nachmittags, ein Ehrenamt ist am Wochenende. Das heißt, wenn du als Verwaltung wirklich Informationen oder irgendwas aus dem Ehrenamt ziehen willst, dann musst du zum Beispiel deinen Verwaltungsangestellten auch mal ein Wochenende ermöglichen, dass sie in diesen Hackspace können, zu irgendeinem Workshop, Vortrag oder sonstiges. Und das muss ermöglicht werden. Und jegliche Kommunikation mit diesem Verein muss natürlich auch irgendwie ein bisschen langgezogen werden, weil die brauchen erst Abstimmungsabläufe oder du musst selber irgendwie dafür sorgen, dass die Community abstimmen kann, dass du dann ein Meinungsbild extrahieren kannst quasi. Man braucht eben die richtigen Zeiten dafür. Das andere ist, Ehrenamtliche passen in ein Verwaltungsorganigramm nicht gut rein. Das heißt, dass eine Ehrenamtsgruppe einer Verwaltung zu unterlegen, ist halt ein bisschen, funktioniert nicht oder ist ein bisschen schwierig und würden wir niemals mehr so machen. Und auch ein Punkt ist, Freiräume lassen. Du kannst Ehrenamtliche nicht dazu zwingen, etwas zu tun. Sie müssen es wollen. Sie müssen, also macht ja auch Sinn, ne? Du kannst nicht erzwingen, dass sie etwas für dich tun oder dass du sie in eine bestimmte Richtung formen kannst. Du kannst sie nur dabei unterstützen. Und das Letzte wäre, konstruktive Kritik zulassen. Du musst natürlich darauf gefasst sein, dass wenn du digitales Ehrenamt förderst, dass sie vielleicht auch deine Infrastruktur auseinandernehmen, dass sie deine Apps von deiner Stadt auseinandernehmen und dir dann sagen, hey Leute, das ist aber echt ein bisschen Müll, was ihr da gebaut habt oder sonstiges. Und darauf muss man sich einlassen, das verstehen und auch irgendwie damit umgehen lernen. Ja, und vielleicht, hey, wenn ihr irgendwie mit eurer Stadtverwaltung was zusammen machen wollt, weil Stadtverwaltungen wichtig sind, weil es auch cool ist, darauf die einzuwirken, setzt euch am Anfang hin, besprecht eure Ziele, besprecht eure Erwartungen. Guckt, dass ihr das irgendwie auch schriftlich festhaltet und gleicht das auch immer wieder ab. Überlegt, hey, was wollt ihr erreichen? Wo unterscheidet ihr euch vielleicht? Das müssen ja nicht unbedingt die gleichen Ziele sein, solange es bei euch beiden irgendwie passt. Etabliert auch eine Sprache auf Augenhöhe. Guckt, dass ihr wirklich offen sprechen könnt. Da tun sich vor allem Stadtverwaltungen aus meiner Erfahrung her schwer, irgendwie wirklich was zu sagen. Und dann natürlich trennt euch auch oder überlegt euch, was wollen wir zusammen sein, veröffentlichen, wie auch immer. Was wollen wir jeder für sich machen? Welche Sachen kommen von denen? Hey, diese coole Platine, die da jetzt entstanden ist, von wem kommen die? Von der Stadt oder vom Ehrenamt? Gut, bevor wir jetzt gleich zu euren Fragen kommen, wollen wir U-Bahn-Verleih, der ganz am Anfang den 36C3-Talk gemacht hat, noch kurz zu Wort kommen lassen. Oder halt nicht. Du musst nochmal, ja.
Digitales Ehrenamt und so, ne? Oder wir überspringen das einfach. Was so grob? Wenn du nicht mit der Verwaltung... Okay, das ist peinlich. Ja. Machen wir es im kleinen Modus. Ich möchte das eigentlich schon... Ja. Du kannst ja schon mal die Abschlussrede machen. Okay, also... Ah, jetzt. Wenn du nicht mit der Verwaltung einlässt... Come on. Also, ja, für uns ganz wichtig. Vielen Dank für eure ganze Unterstützung. Wir haben sehr, sehr viel Unterstützung verhalten. Also nicht die Verwaltung. Die Verwaltung feiert dich. Wenn du dich mit der Verwaltung einlässt, veränderst du nicht die Verwaltung. Die Verwaltung feiert dich. Ich habe damals bei dem Vortrag dazu aufgerufen, in die Verwaltung zu gehen, um die Verkehrswende und die Digitalisierung von innen weiterzubringen. Und ich halte das nach wie vor für einen guten Ansatz, aber muss einfach aufgrund der Erfahrung noch einen Hinweis hier loswerden. Und der ist, ja, wenn ihr das tut, achtet einfach extrem darauf, dass ihr euch nicht vereinnahmen lasst, dass ihr nicht eines Tages aufwacht und feststellt, dass ihr einfach nur ein Maskottchen geworden seid, ein Maskottchen von der verrosteten Verwaltung, die mit eurem Gesicht versucht, sich zu schmücken und Innovationen vorzugaukeln und intern aber ja, einfach gegen eure ideale Ziele und so weiter arbeitet. Jetzt aber ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, dass ihr da seid, dass ihr uns die vergangenen Wochen und Monate und Jahre auch unterstützt hat. Es hat uns sehr, sehr viel gebracht. Hier seht ihr nochmal alle unsere Website, unser Mastodon, unser Twitter, unser Insta. Schaut da gerne vorbei, da steht noch so, so viel mehr an Informationen, die wir jetzt heute alles gar nicht haben vorstellen können. Wen es also mehr interessiert, schaut da vorbei und schaut auch noch auf Faktenstart vorbei. Und ja, ganz unten noch, hey, dieser Rechtsstreit hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Wir können das zwar irgendwie packen, aber es ist halt sehr uncool, auch weil der Streit wieder nochmal hochgesetzt wurde vom Gericht. Wenn es euch möglich ist, uns zu unterstützen, würden wir uns dann natürlich sehr freuen. Wir können es zum einen über Better Place machen, da kann man spenden und auch Dauerspenden einrichten. Wir können natürlich Mitglied bei uns im Verein werden, freuen wir uns auch sehr. Wir können auch Fördermitglied bei uns im Verein werden und uns so unterstützen. Vielen herzlichen Dank. Danke für die vergangenen Jahre und danke für die Zeit, die wir hoffentlich noch gemeinsam haben in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Wow, ja, cool, mega. Spenden, Geld. Give all your money. Ansonsten Fragen. Nochmal melden bitte. Kurzzeitgedächtnis und so. Hi, danke für den Vortrag. Ihr habt ja zwischendurch diesen Punkt gebracht mit, dass man als Verein so versuchen soll, seine Außendarstellung zu kontrollieren. Ich habe dann, während die ganze Shitshow da irgendwie gelaufen ist, versucht, das so über die Lokalmedien zu verfolgen. Also ich bin selber nicht aus Ulm und weiß jetzt nicht, was da so das Stadtgespräch war. Wie habt ihr denn das Gefühl, dass dieser ganze Vorgang in der sonstigen Gesellschaft, die jetzt nicht zu dieser Community gehört, wahrgenommen wurde in Ulm? Könnt ihr dazu was sagen? Also, wenn man... Es ist folgendermaßen, wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest in Ulm, dann könnte es dir gut passieren, dass sie überhaupt gar nichts davon mitbekommen haben oder das Verschwörhaus überhaupt nicht kennen. In der Verwaltung selber haben wir sehr viel Zuspruch, also intern bekommen. Da haben wir sehr oft den Satz gehört, ja Alter, was die da mit euch machen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. und überregional natürlich super krassen Zuspruch von Leuten, wie, also von euch, von der kritischen Masse quasi. Das heißt aber in Ulm selber, von der Bürgerschaft, die hat das meistens, und da gab es auch nicht diesen Aufschrei, den es überregional gab, den gab es eben nur überregional und nicht lokal. Und ja, aber in der Verwaltung war der Aufschrei zwar da und vor allem dieses, du hast Befürworter, aber sie lehnen sich nicht gegeneinander auf. Ja. Hier nochmal dann.
in Reaktion auf den Rauswurf aus dem Haus, nicht nur das Haus, sondern auch die Stadt und das Bundesland zu wechseln, ist ja schon, sag mal, da ist euch ja schon größere Kuh gelungen. Gab es denn darauf Reaktionen? Also ja, Reaktionen gab es viel. Also keine Ahnung, wir haben viel Zuspruch bekommen, dass wir es wieder aufmachen, sagen wir mal so. Die Stadtverwaltung hat sich, glaube ich, nicht mehr wirklich zu uns geäußert. Also ich hatte schon so das Gefühl, wir wechseln die Donauseite, wir hauen nach Neu-Ulm ab, aber ja, was sollen sie groß machen? Also sie haben es gefühlt, sie haben auch so irgendwie das gedacht, geahnt, aber wirklich reagiert haben sie, glaube ich, nicht drauf. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass wir nicht die Donauseite gewechselt haben, weil wir jetzt mit der anderen Stadt anbandeln. Ne? Nicht, dass es falsch rüberkommt, natürlich, das kommt irgendwie immer, aber wir haben nur einen coolen Ort dort gefunden und arbeiten jetzt eben mit anderen Vereinen an einem Haus für Ehrenamtliche. Aus dieser Ecke kam gerade noch was. Was tut er? Habt ihr denn rausfinden können, was oder wer da letztlich dahinter stand? Also es klingt ja so ein bisschen so, als wäre da, hätte sich da jemand auf den Schlips getreten gefühlt und dann wollte so irgendwie die eigene Macht komplett ausspielen. Wenn ihr jetzt sogar sagt, dass da innerhalb der Stadtverwaltung sogar Leute gesagt haben, ja, das, wir sind eher auf eurer Seite. Ja. Also um es mal nicht ganz zu präzise zu werden, aber man kann sich einfach mal schauen auch, wo das Verschwörhaus bei der Stadt aufgehängt ist und dann von da die Liste des Organigrammes ganz nach oben durchgehen. Also es geht einmal vom OB, der hat ein großes Ego, da bin ich manchmal auch neidisch auf ihn und dann ist es die Liste runter. Und ich glaube, man kann auf Twitter, gibt es auch Aussagen von einzelnen Leuten aus der Community, die da vielleicht interessant finden. Aber da vielleicht auch mal noch, gerne nachher da noch auch mal ein Disclaimer, wir sind beide zwar im Verein Mitglied, aber nicht Vorstand oder sonst irgendeinen Posten. Wir machen das nur, weil wir Bock drauf haben, diesen Vortrag zu halten. Jetzt, also. Vielen Dank. Wo war der Punkt, wo ihr Anwälte involviert habt und wo ist der Punkt, wo ihr zukünftigen Problemkandidaten empfehlt, Anwälte zu involvieren? Wir haben Anwälte dazugeholt beim Widerspruch gegen die Marke, weil man, also bei diesem EUIPO kann man zwar auch selber irgendwie diesen Widerspruch einlegen, aber es ist so ein rechtliches Hickhack. Da holt man sich lieber Leute, die sich damit auskennen, dazu. Und ja, das hat unsere Anwältin gemacht und dann sind wir auch danach bei ihr geblieben und alles, was dann mit Abmahnungen und Darwiderungen und Klage und so weiter ankam, hat dann auch natürlich sie gemacht. Wann wir es euch raten würden? Also ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, zum Beispiel dieses mit dem fehlenden Rechtsbindungswillen, das hätte vielleicht ein Anwalt erkannt oder sowas, I guess, aber ich weiß nicht, ob das wirklich auch eine healthy relationship ist, wenn du sagst, also wir fangen relativ früh an, irgendwie Anwälte einzuschalten. Ich glaube, darauf müssen wir nochmal, gerne auch nochmal, das gilt an sich auch für alle, wenn ihr irgendwie mit der Verwaltung arbeitet oder sonstiges oder das vorhabt, kommt auf uns zu, redet mit uns, da müssen wir, glaube ich, nochmal im Zwiegespräch reden. Ja, allgemein kann man das nicht sagen. Ich würde aber eigentlich sagen, erst wenn es wirklich rechtlich wird, ja, davor wollt ihr euch das, so lieb unsere Anwältin war, davor wollt ihr euch dieses ganze Rechtliche vielleicht nicht an diesen antun, diese Jura-Bubble ist schon auch ein bisschen speziell. Ja, ich stelle mir die Frage, was die Stadt jetzt mit dem Namen, mit der Marke machen will, wenn die Leute weg sind. Also gibt's da schon irgendwelche Ideen oder Konzepte oder ist es jetzt so, dass sich beide praktisch gegenseitig den Ast abgesägt haben und dann ist die Marke auch relativ wertlos? Also die Stadt baut das Verschwörhaus seit Monaten um. Es gab einen neuen Leiter, eine neue hauptamtliche Person, die ist inzwischen aber auch wieder gegangen, wie man aus der Presse erfahren hat. Ja, und die baut um. Eigentlich wollten sie vor ein paar Wochen wieder aufmachen, aber dann sind sie jetzt doch nochmal bis Oktober geschlossen, weil sie einen Treppenlift einbauen wollen. Also ja, das die blockiert wollen alles. Die wollen irgendwie wieder weitermachen, die wollen auch wieder aufmachen. Wir haben das Gefühl, das wird dann halt eher so ein Veranstaltungsraum, wo halt alles Mögliche irgendwie stattfindet, wo die Stadt auch ganz viel eigene Veranstaltungen, die halt irgendwie, wie toll sie Digitalisierung macht und so weiter macht, und halt wenig Kritisches. Ehrenamtliche hat, glaube ich, die Stadt nicht mehr so wirklich Leute, die da irgendwas tun. Also die Stadt will das schon weitermachen, die Stadt will auch irgendwie auf diesen Namen noch ein paar Jahre mitreiten. Ja, aber ich glaube, so wirklich ein Konzept und eine wirkliche Ahnung. Also, digitales Ehrenamt gibt's da drin nicht mehr, das meinte Jurek gerade. An sich
Ehrenamtliche haben da aber schon die ein oder andere Veranstaltung jetzt schon gemacht. Und das ist auch sehr cool, dass es wieder einen Ort in Ulm gibt, wo Ehrenamtliche sich quasi melden können und sagen können, zum Beispiel, wir können mal drin tanzen oder sowas. Das ist sehr wichtig und sehr cool. Aber es hat halt jetzt, also da könnte man schon die Frage stellen, was macht das dann an der digitalen Agenda dran? Genau, aber die Stadt wird da sicher irgendwie immer einen digitalen Twist finden, aber halt nur leider einen digitalen Twist aus meiner Sicht. Wie habt ihr das Problem mit den getauschten Schlössern gelöst? Naja, tatsächlich mit Reden. Also beim ersten Mal, dadurch, dass die Feuerwehr gesagt hat, hey, voll blöd, dass ihr die Schlösser getauscht habt, jetzt kommen wir nicht mehr rein, dann haben sie auch ganz schnell und leise die Schlösser wieder zurückgetauscht und haben gesagt, ja, okay, sorry. Und also ja, es gab ja, da war ja, das Ding war ja, dass es Brandschutzmängel gab. Und als wir dann zusammen mit denen durchgegangen sind, konnten wir diese Mängel auch alle quasi, also wir konnten dann nur sagen, hey, das sind keine Mängel, das ist so sicher. Oder wir konnten sagen, ja, hey, da hat die Stadt eine externe Firma für Bauarbeiten beauftragt und diese Bauarbeiten wurden nie abgeschlossen. Deswegen liegt da offene Glasfaser rum, die irgendwie brennen kann. Deswegen fehlen irgendwie Löschzwischendinger in so einem Kabelschacht. Das hat ja alles, also da waren wir als Ehrenamtlich einfach auch nie irgendwie verantwortlich. Und dann hat man die Schlösser auch wieder zurückgetauscht und hat so, ja, gesagt, okay, so, also sorry, hat man glaube ich nicht, aber so, also okay, jetzt geht's ja weiter. Und ja, beim zweiten Mal hat man dann irgendwie sich an einer zentralen Stelle einen Schlüssel platziert, auf den dann alle Ehrenamtlichen zugreifen konnten. Genau, gute Einschränkungen. Was eben das jetzt besser war, ist, dass irgendwie eine ausgewählte Handvoll von Ehrenamtlichen einen Schlüssel hat. Ja, also wir haben wieder Zugriff bekommen. Auch weil wir mit der Stadt geredet haben. Ja, hallo. Erstmal würde ich mich bedanken für den Vortrag. Ich fand erstmal die inhaltlich super und auch wie ihr den gemacht habt, also ganz großes Kompliment. Ihr seid tolle Vortragende. Danke, danke. Also ich bin in verschiedenen Vereinen tätig, teilweise schon über 20 Jahre. Und ganz viele Aspekte, die ich gehört habe, kenne ich aus verschiedenen Zusammenhängen. Und ich erkenne die wieder. Ich finde das total spannend. Eine Frage, die ich jetzt hätte, Verschwörerhaus e.V. heißt doch der Verein, habe ich das richtig verstanden? Naja, also hieß er, wir haben uns natürlich tatsächlich erst letzten Freitag, also das ja. Gericht hat ja, also nachdem wir vor Gericht verloren haben, haben wir gesagt, hey, wir wollen uns umbenennen oder wir nennen uns um, wir gehen nicht in Berufung und dann haben wir erst gedacht, wir müssen da keine Mitgliederversammlung abhalten, um uns umzubenennen. Dann hat das Vereinsregister gesagt, doch, wir müssen eine Mitgliederversammlung abhalten. Dann haben wir letzten Freitag eine Mitgliederversammlung abgehalten und haben gesagt, wir nennen uns um. War, glaube ich, die kürzeste Mitgliederversammlung, die wir je hatten. und ja, jetzt heißen wir Temporärhaus e.V. und der Name Verschwörhaus und diese Marke Verschwörhaus gehört ja der Stadt. Und habt ihr jetzt den Vereinssitz gewechselt oder seid ihr weiter in Ulm mit dem Vereinssitz? Nee, wir sind jetzt auch nach Neu-Ulm. Sehr schön. Wunderbar, ja, nochmal riesen fetten Applaus für euch beide. Kommen wir gerne wieder. Dann habe ich noch eine Sache. Geld dahin. Also, und möge das so nicht, Chaos. Wir haben schon sehr viel bekommen und wir sind ultra dankbar dafür. Aber ja. Und möge das Chaos mit euch sein. Danke euch.